Ich bin ein Mensch, ich bin sehr viel unterwegs, bin sehr unternehmenslustig. Aber dort hat es eine Zeit gegeben, in der ich wirklich sehr angeschlagen war, sehr müde. Ich bin dann zum Arzt gegangen und er hat herausgefunden, dass ich einen sehr starken Eisenmangel habe. Und mit Hilfe von richtiger Therapie geht es mir aber heute zum Glück gut. Mein Name ist Andrea Brocci, ich bin 34. Ich habe meine Lehre im Treuhandbüro gemacht, habe dann in der Unternehmensberatung gearbeitet und gleichzeitig habe ich bei der Miss Solothurn Wahl mitgemacht und bin Dritte geworden. Das war eigentlich so ein bisschen der Einstieg ins Model-Business und das Business hat mich sehr fasziniert. Ich bin mega gerne arbeiten, aber gleichzeitig habe ich gefunden, man muss einen sicheren Job haben. Ich habe dann nachdem in der Krankenkasse angefangen und habe dort Leute gesehen, die auf einem Tag auf den anderen schwer krank wurden. Und dann habe ich mich wirklich entschieden, hey, du weißt nicht, wie lange das dein Leben ist, mach etwas, wo du Freude hast. Dann habe ich den Job gekündigt und seit 7 Jahren bin ich jetzt selbstständig. Ich bin für meinen Beruf sehr viel unterwegs, bin sehr viel am Reisen, also unregelmäßige Arbeitszeiten und darum ist mir MeTime sehr wichtig. Ich gehe zum Beispiel in die Natur viel, ich gehe wandern, gehe laufen, lese ein schönes Buch daheim und das gibt mir auch wieder sehr viel Energie zurück. Ich habe wirklich immer genug geschlafen, aber plötzlich habe ich gemerkt, hey, ich mag nicht mehr. Ich war mega angeschlagen. Ich habe nicht gewusst, was mit mir los ist. Ich habe zwar alle Sachen immer durchgezogen und habe eigentlich nichts abgesagt. Ich bin dann zum Arzt gegangen und er hat herausgefunden, dass ich einen sehr starken Eisenmangel habe. Mir ist ein ausgewogener Lifestyle sehr wichtig, wie zum Beispiel gesund essen, in die Natur gehen oder auch Sport machen wie Spinning. Das gibt mir dann wieder sehr viel Energie zurück. Eisenmangel kann man korrigieren. Es ist wichtig, dass wenn man Anzeichen hat, dass man das zu einem Arzt oder einer Ärztin zeigen kann. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und heute kann ich sagen, es geht mir super.